Servus Leute, was geht? Ich bin Marco Pole von Flirt Empire und heute sind wir auf der Straße unterwegs und interviewen Frauen über Tinder. Und wir versuchen die größten Geheimnisse rauszufinden, die sie vor uns zu verstecken haben. Los geht's! Jo, also wir sind jetzt unterwegs. Hier laufen manchmal Chicks mit ihren Eltern rum und oder nicht alleine oder sind halt einfach nicht so hübsch. Wir versuchen heute nur Chicks zu interviewen, die richtig gut aussehen. Hast du schon mal getindert? Ja. Und was war so deine schlechteste Erfahrung, die du damit gemacht hast? Die schlechteste Erfahrung war, ja, ging eigentlich. Also ich habe ein paar skurrile Kerle schon getroffen, okay. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich möchte mich umdrehen und wieder weglaufen. Okay. Also das Schlimmste war halt eigentlich nur, dass ich jemanden getroffen habe und gesagt habe, okay, ja, wäre eher so der Kumpeltyp, aber okay. War nett Eis essen und dann hat sich das auch. Also. Ja, hast du ihn direkt gefriendzoned, so nach dem Motto? Ja, so ungefähr. Okay, nice. Gesehen, hi, okay. Okay, ich will eigentlich dann auch wieder gehen. Okay, verstehe. Ja. Und worauf achtest du bei Typen in Tinder am meisten? So, was ist das, was dir am schnellsten ins Auge stößt und weshalb du dann nach rechts swipest? Ja, ist, glaube ich, wirklich so das erste Erscheinungsbild. So die erste Sekunde, ja, nein und so weiter. Also das Bild praktisch. Ja, wirklich und, so. Und worauf achtest du beim Bild am meisten? So, was ist so, wenn du jetzt so einfach zurückdenkst, was war so das krasseste Bild, was dir im Kopf geblieben ist? Von irgendeinem Typen, der das beste Bild hatte? Gute Frage, könnte ich jetzt gar nicht so spontan okay. beantworten. Das sind so, glaube ich, so jede, so persönliche Sachen, auf die man dann eher achtet. So. Okay, keine ich verstehe. Und mal angenommen, du lernst deinen Traummann über Tinder kennen und ihr bekommt Kinder. Wie erklärst du deinen Kindern, dass ihr euch über Tinder kennengelernt habt? Ja, einfach Angriff ist die beste Verteidigung. Perfekt, super, danke dir. Ja, ciao. Ciao. Viel Erfolg noch. Danke dir auch. Hast du schon mal getindert? Nein. Warum nicht? Wie hast du deinen letzten Freund kennengelernt? Ich denke, letztes Freund, das war ein Zufall. Aha. Und ich finde, dass ein Mann muss, falls er mag eine Frau, er muss einfach mutig sein und einfach kommen und ansprechen. Mhm. Falls er kann das nicht lassen, dann ich brauche solche Mann nicht. Okay, und was hat dein letzter Freund zu dir gesagt, was funktioniert hat? Eigentlich, er hat mich gesehen, ich habe ihn gesehen und das weißt du, dass solche Fluiden sind gekommen und dann wir sind einfach so, er hat mich angesprochen. Und dann so. Eigentlich, er hat sogar keine Telefonnummer von mir gefragt. Sondern? Und er hat keine Telefonnummer gegeben auch. Und dann, meine Schwester sagt, ist er verrückt, warum hat er nichts gefragt? Ich habe gesagt, falls es ist wirklich Destiny, dann treffen wir uns. In einer Woche haben wir uns zufälligerweise in einem Echt? Supermarkt getroffen. Okay, und krass. Dann waren wir schon zusammen. Nice, das ging ja schnell bei dir. Okay, ich meine, krass. Nein, ich meine, dass ich lange Geschichte kurz zu machen. So. Ja. Okay, cool. Wäre das für dich eine Option, wenn du länger Single bist, dir eine Flirt-App runterzuladen, so wie Tinder? Nein. Nein? Auf keinen Fall. Und ich empfehle alle, bitte machen das nicht. Gehen Sie raus und einfach ansprechen. Okay, perfekt. Super, danke schön. Bitte. Ich wünsche einen schönen Tag. Ciao. Also, habt ihr schon mal getindert? Ja. Okay, und was war deine schlimmste Erfahrung auf Tinder? Ja, weiß ich halt echt nicht mehr, ne? Okay, andere Frage. Worauf achtet ihr bei Bildern als erstes so? Was fällt euch als erstes ins Auf Auge? Auf die Ausstrahlung. Auf die Ausstrahlung? Ja. Und was macht die Ausstrahlung aus? Haare. Augen. Wenn Augen. So ein total... So ein... Ja? Und ja. So eine gute Ausstrahlung. Ja. Man braucht Haare zum Durchwuscheln. Haare zum Durchwuscheln. Ja. Würdest du sagen, ich habe Haare zum Durchwuscheln? Ja. Würdest du die gerne mal durchwuscheln? Ja. Dann mach. Nein. Okay, dann nicht. Dann nächste Frage. Was war die nächste Frage? wie müsst ihr euch einen Mann anschreiben, damit ihr zurückschreibt? Und warum schreibt ihr nicht zurück, wenn euch jemand... Also woran liegt es, wenn ihr mal nicht zurückschreibt? Oh, das ist ganz einfach. Also mir ist komplett wurscht, wie jemand schreibt. Das kommt einfach nur darauf an, wie er mir gefällt. Okay. Also er kann einfach nur schreiben, hey, wie geht's? Und ich schreibe zurück. Aber wenn einer schreibt, hey, wie geht's? Und er gefällt mir nicht, schreibe ich nicht zurück. Okay. Nein, ich finde, er braucht Humor. Wenn Humor? Einer mit Humor schreibt und irgendeinen Witz bringt oder sonst irgendwas, dann hat er mich gleich. Also ja, aber okay. Wenn er dir nicht gefällt, bringt, soll nein, aber ich brauche ja kein
Hi, wie geht's dir, so wie jeder schreibt. Ja, okay. Ich brauche da schon irgendwie eine humorvolle, ich weiß nicht. Humor und findet ihr es wichtig, dass die Nachricht so personalisiert ist, also mit eurem Namen drin, so hey Jenny, wie geht's dir? Sonst könnte es ja kopiert sein, gell? Genau. Ja, aber du kannst auch einfach nur den Namen einfügen und dann ist immer noch kopiert. Ja. Also mit dem Vornamen ansprechen finde ich sehr nett. Ja? Ja. Ja. Dann hat er sich halt noch ein bisschen mehr Mühe gegeben und so. Wie sind wir wenigstens. Okay, seid ihr beiden Single? Ja. Nein. Nein. Okay, wenn du mal angenommen jetzt mit deinem Freund Kinder kriegst, wie erklärst du den Kindern, dass ihr euch über Tinder kennengelernt habt? Wir haben uns wirklich über Tinder kennengelernt. weiß nicht. Boah. Lügst du? Ist dir Nein, ich lüge nicht. Nee, wäre dir Tinder peinlich? Nee, überhaupt gar nicht. Nee? Überhaupt nicht, nee. Okay. Krass, nice. Ja, perfekt, das war's auch schon. Dankeschön. Danke euch. Ja, alles klar. Mach's gut, ciao. Entschuldigung, kurze Frage. Hast du schon mal getindert? Ja. Darf ich dich ganz kurz dazu interviewen? So deine Erfahrungen und sowas? Ich hab meinen Verlobten kennengelernt. Let's go. Perfekt. Hast du schon mal getindert? Ja, habe ich. Was war so deine Erfahrung damit? Ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht, weil man von Anfang an sehr offen über alles gesprochen hat und dann lief das. Du hast mir gerade gesagt, du hast deinen Verlobten kennengelernt über Tinder. Was hat er dir geschrieben? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Keine Echt? Ahnung. Das ging so von dem üblichen Kram, woher kommst du, wie heißt du, was machst du? Über Interessen und ja, wir haben uns dann auch relativ schnell getroffen. Wie lange hat das so ungefähr gedauert, wie schnell ihr euch getroffen habt, von Anschreiben bis zum Date? 2 Wochen. 2 Wochen? Ja. Nice. Ja. Und was war deine schlimmste Erfahrung auf Tinder davor? Ich habe keine schlimme Erfahrung damit. Nee? Nö. Gar keine? Nö. Okay. Würdest du Tinder weiterempfehlen? Ja. Ist dir Tinder peinlich? Nein. Ich gehe damit sehr offen um. Okay, mal angenommen, ihr kriegt Kinder, was ich mir sehr wünschen würde für euch. Wie würdest du es den Kindern erklären, dass ihr euch auf Tinder kennengelernt habt? Ich meine, sowas wie Hochzeitsinserate gibt es ja schon ziemlich lange und das ist halt einfach eine neumodische Form davon. Nice. Das freut mich für dich. Danke. Viel Glück weiterhin. Danke. Schönen Tag. Ciao. Mega, mega. Habt ihr schon mal getindert? Nein. Wie hast du deinen letzten Freund kennengelernt? Weiß ich nicht. Ich hatte noch nie einen Freund. Oh nein. Dann würde ich vielleicht mal tindern. Wie sieht's mit dir aus? Ich habe auch noch nie getindert und hast hatte auch noch nie einen Freund. Jungs, schlag zu. Wie kommt es, dass ihr noch nie einen Freund hattet? Hat euch noch nie ein Mann angesprochen? Doch, klar. Aber, also du hast so immer gesagt, schon, verpiss dich direkt. Es ist nie was draus geworden. Woran lag's? Eine gute Frage. Ich meine, sag du's uns. Redet ihr es euch vielleicht so gegenseitig aus? So, hey, mich hat einer angesprochen heute. Ey, gib dem Korb. Nein. Nee, meistens liegt's halt daran, weil ich denke, okay, wir passen nicht. Mhm. So, man lernt sich kennen, aber das ist am Ende so, okay, nee, doch nicht. Okay. Und bei dir? Auch so? Ja, auch so. Gar kein Interessen gleich, voll langweilig? Ja, so ungefähr. Tatsächlich? Wow. Dann wünsche ich euch viel Glück für die Zukunft, dass ihr mal einen Freund kriegt. Und einen schönen Tag noch. Ciao. Hast du schon mal getindert? Ja, für 2 Tage aber nur. Okay, warum nur für 2 Tage? Weil ich es irgendwie ein bisschen billig fand und alle haben darüber geredet, deshalb wollte ich es ausprobieren, aber es war dann doch nicht so toll. Okay, das heißt, du hast noch nie einen Typen über Tinder gedatet? Nee. Noch niemand hat es geschafft, dich über Tinder auf ein Date zu kriegen? Nein. Also, woran lag es? Haben die dich für zu billig verkauft, zu blöd angeschrieben oder hast du dir einfach dann gedacht so, hey, das funkt nicht? Ich glaube, es hat mir einfach nicht gefallen. Was? Die haben sich nicht genug Mühe gegeben. Okay. Mhm. Was müsste denn ein Mann zu dir schreiben? Also wie müsste dich ein Mann anschreiben, dass du ihm zurückantwortest und dann direkt auf ein Date willst? Er müsste lustig sein. Also einfach nur so dieses Hi, was geht, sollen wir mal was machen? Ich glaube, das zieht nicht. Du musst irgendwie so einen Spruch, so einen lustigen. Okay, hast du einen lustigen Spruch auf Lager? Ich bin kein Mann. Okay. Aber vielleicht hat dir ja mal ein Mann so einen lustigen Spruch geschrieben. Mir fällt echt nichts ein. Ich erwarte was ich selber nicht weiß. Okay, also nee, es muss überraschend sein. Was ich gut fände, wäre auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir uns verstehen würden, aber sollen wir einfach mal einen Kaffee trinken? Sowas fände ich gut. Okay, also direkt nach dem Date fragen. Genau, einfach so direkt sein, was nach sowas Casualem fragen. Nicht so. Oh, casual, nice. Nicht so nach was Großem oder so, das ist halt blöd. Aber einfach nur
und locker dabei bleiben. So. Wir wissen ja nicht, ob wir uns verstehen, aber sollen wir einfach mal einen Kaffee trinken? Das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist cool. Und ja. Bei Tinder-Profilen, worauf achtest du da am meisten? Also welche Typen hast du direkt nach rechts geswiped? Was war so das Erste, was du so... War es der Sixpack? Waren es die Augen? Was war's? Ein nettes Lächeln auf jeden Fall. Natürlich sollte er auch irgendwie gut aussehen, aber ich glaube, man kann viel mit einem netten Lächeln ausmachen. Und dass das nicht so 0815 Selfies sind oder sowas. Also okay. Was, glaube ich, gut ist, wenn das so schöne Fotos sind. Ein bisschen, nicht professionell, aber dass man sieht, du hast dir ein bisschen Mühe gegeben mit den Fotos. Ja. Was würdest du sagen, wenn ein Mann eine Anleitung benutzt hat, wie er die Fotos am besten zu schießen hat? Zum Beispiel mit einer 3-Fotosequenz, die bei dir psychologische Trigger aktiviert, weshalb du automatisch unterbewusst nach rechts swipest. Würdest du, wenn du das rausfinden würdest, ihn dafür verurteilen und sagen, hey, du hast hier so einen Guide durchgelesen und deshalb mag ich dich jetzt nicht mehr? Oder würdest du sagen, cool, er hat sich Mühe gegeben, informiert, wie es funktioniert und es ist eigentlich nichts Schlimmes so? Also ich persönlich fände das eigentlich sogar ziemlich gut, weil das für mich zeigt, dass er, sag ich mal, sich für Psychologie und so interessiert. Aha. Und ich finde, das ist eher attraktiv, wenn man sich dann denkt, okay, der ist so ein bisschen intellektuell, der ist intelligent, der interessiert sich für sowas. Nice, ja. Balsam für die Seele. Dann bist du Single aktuell? Ja. Lad dir Tinder runter. Hast du schon mal getindert? Ja. Was war deine schlimmste Erfahrung? Richtig schlechte anmachen und die dann in Beleidigungen ausgeartet sind. Was war das so genau? Was haben die gesagt oder geschrieben? Also es war der Klassiker, ich bin halt nicht drauf eingegangen oder es war einfach ein richtig schlechter Spruch, wo ich den dann einen Korb gegeben habe. Okay. Und dann ging es dann über in, ja, fühlst dich so geil, du Nutte und alles. Ja, und okay, das ist sehr unschön. Ja. Hast du es deshalb deinstalliert? Ja, es hat mir einfach nichts gebracht. Also ich habe einmal ein Date gehabt, aber das wäre jetzt auch nicht so das Wahre. Deswegen hast du ihn gefriendzoned? Nee, das nicht. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Okay. Und deswegen dachte ich mir, versuche ich es doch wieder im wahren Leben. Okay, ich verstehe. Und worauf hast du in den Profilen so geachtet? Was war so das Erste, was dir so ins Auge gestochen ist? Ja, wie die Personen auf den Fotos rübergekommen sind. Ob sie mega die Poser waren oder ob sie eben, was bei mir recht gut ankam, mit Tieren auf den Fotos waren, irgendwie mit niedlichen Katzen oder so. Okay. Aber, und wenn es Gruppenfotos waren, habe ich auch direkt Nein gesagt. Okay, nice. Wie müsst du dich einen Mann anschreiben, dass du ihn direkt treffen willst? Einfach offen, ehrlich, freundlich und nicht direkt irgendwie mit der Tür ins Haus fallen, mich überrumpeln und irgendwie richtig frech werden, sondern einfach nur nett, einfach locker. Okay, nice. Dankeschön. Gerne. Schönen Tag noch. Danke dir auch. Ciao. Danke, ciao. Hi, hast du schon mal getindert? Nein, noch nicht. Wie hast du deinen letzten Freund kennengelernt? Wir haben uns voll durch Bekannte kennengelernt, also durch Freunde in der Gruppe. Was hat er zu dir gesagt, was funktioniert hat? Naja, gut, wir haben uns eben so unterhalten. Wir kennen uns schon seit 1-2 Jahren. Okay. Und deswegen durch das Kennenlernen haben wir uns ab und an mal getroffen alleine. Dann hat sich das einfach so entwickelt. Okay, nice. Hast du schon mal eine schlechte Erfahrung gehabt beim Date? So eine schlechte Erfahrung? Also ich muss jetzt sagen, ich hatte bis jetzt noch nicht schlechte Dates. Ich würde sagen, so viele auch noch nicht, deswegen eigentlich nicht, nein. Okay, nice, das freut mich für dich. Wenn du deinen Freund über Tinder kennengelernt hättest und mal angenommen, ihr hättet Kinder bekommen, wie würdest du es den Kindern erklären? Wäre dir das peinlich? Eigentlich nicht, ich denke, das ist so in der heutigen Zeit. Ich kenne auch viele Freunde, die sich durch Tinder kennengelernt haben. Ich denke, das ist einfach so, das ist üblich mittlerweile, weil draußen findet man nicht so viele Leute. Alles eher online. Wirst du oft angesprochen auf der Straße? Weil du siehst überragend aus? Danke. Nee, also ab und an mal, aber jetzt nicht wirklich oft. Okay. Ja. Dann viel Glück weiterhin. Schönen Dankeschön. Abend noch. Schön, euch auch. Okay. Ciao. Entschuldigung, kurze Frage. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir uns kennen. Habt ihr schon mal getindert? Ja. Ich dachte, wir kennen uns über Tinder. Das kann sein, aber ich habe es schon länger nicht. Darf ich euch zwei Fragen dazu stellen? Natürlich. Perfekt. Okay, hast du schon mal getindert? Ja, habe ich. Perfekt. Was war deine schlimmste Erfahrung auf Tinder? Jemand, der ungefähr 10 bis 20 kleiner ist als ich. Okay. Und ich finde, das ist halt so ein No-Go eigentlich. Okay, was sollte ein Mann tun, wenn er jetzt 10 cm kleiner ist als du? Es halt irgendwie angeben oder es nicht so auf Bildern verheimlichen. So, dass du von vornherein Nein sagen kannst? Genau, also es ist natürlich
wenn es passt, passt es. Aber das war so ein Schock eher für mich, weil ich schon ziemlich klein bin. Ja. Okay, ich verstehe. Und was müsste ein Mann dir schreiben, damit du direkt Lust hast, auf ein Date mit ihm zu gehen? Vielleicht irgendwas, was auf meine Interessen eingeht. Ich meine, man kann ja mehrere Sachen da angeben. Und stehen bei dir die Interessen drin in deinem Profil? So zum Beispiel Musik, ja. Also man kann ja Spotify verlinken, das habe ich gemacht. Sollte man auch tun. Gibt ganz extra cool. Punkte für den Tinder-Algorithmus. Ja, ja, genau. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, so, nice. Wenn man darauf eingeht. Worauf achtest du bei den Bildern am meisten oder auf die Beschreibung? Oder was überzeugt dich, dass du jemanden nach rechts swipest? Mhm. Oder sogar nach oben für ein Super-Like? Eigentlich eher, wenn man so ein bisschen einen eigenen Stil hat und nicht so verschlossen und eher was Offenes, vielleicht auch Musik macht, finde ich ganz cool. Und vielleicht einen ganz eigenen Style, irgendwas, was... Also den Klamotten-Style auf den Bildern? Ja, genau. Okay. Und wenn man Musik macht, dass man sich da am Instrument zeigt oder so? Ja, genau. Finde ich cool. Und wie findest du so Bilder mit Tieren, so mit Hunden und Katzen und sowas? Also ich liebe Hunde, aber sowas ist für mich schon eher immer so ein bisschen gestellt. Also von wegen, dass man direkt darauf eingehen will, weil man weiß, dass die Mädels drauf stehen. Also es ist für mich eher so ein No-Go, aber manche stehen drauf. Okay. Und wenn du jetzt, bist du aktuell Single? Ja. Wenn du jetzt deinen Freund über Tinder kennenlernen würdest und das deinen Freunden erklären würdest, wäre dir das peinlich? Nee, also ich habe auch super viele Freunde, die ihre Freunde oder Freundinnen über Tinder kennengelernt haben. Und ich glaube, wir leben mittlerweile so in der Social-Media-Welt, dass es mittlerweile für uns normal ist, Leute übers Internet kennenzulernen, ob es Freunde sind oder den Partner. Okay. Also ich finde das mittlerweile eigentlich komplett, ja, normal. Und wenn du, sage ich mal, ein Tinder-Date hast, wie lange dauert es vom Anschreiben bis zum Tinder-Date so in der Regel? Ganz unterschiedlich, aber ich würde mich jetzt nicht sofort mit jemandem treffen. Also schon eine Woche, würde ich sagen, mindestens. Und vielleicht so ein bisschen dann auch hin und her schreiben. Genau, und so, dass man denjenigen auch kennenlernt und sicher sein kann, dass es passt. Also ich würde mich jetzt nicht einfach so mit jemandem treffen. Tauschst du auch Bilder vorher aus? Nee, eigentlich nicht. Also wenn, dann folgt man sich vielleicht auf Instagram oder man sieht halt die Bilder da drauf oder man addet sich auf Facebook oder so, keine Ahnung. Aber so Bilder austauschen vorher eigentlich nicht. Okay, und was ist so dein Ziel beim ersten Date? Der erste Kuss? Das erste Mal Sex? Nee, das gar nicht. Also erstmal so ein bisschen beschnuppern, würde ich sagen. Okay. Und sich kennenlernen. Also ich bin nicht auf Tinder, um jemanden zu finden, mit dem ich einmal schlafe oder so. Also oder wenn halt dann öfter schon schlafen. Oder öfter schlafen. Ja, nee, also wirklich erstmal nur kennenlernen. Danach kann man natürlich schauen, wo das Ganze hinführt. Aber was würdest du sagen, ist das ideale Date für das erste Tinder-Date? Döner oder Falafel essen. Oder Döner so mit Zwiebeln am besten. Irgendwas, wo man einfach keine Scham zeigt und weiß, wie es direkt ist. Also irgendwas, ja, irgendwas cool. Entspanntes, ja. Okay, nice. Hast du einen Tipp für meine Zuschauer, was sie auf Tinder besonders gut machen können? Zeigt am besten eure wahre Persönlichkeit und verstellt euch nicht und gebt ein paar mehr Infos an, sodass man vielleicht auch weiß, wie ihr so tickt. Nice. Ja. Vielen Dank. Gerne. Schönen Tag wünsche ich dir. Dir auch. Danke, ciao. Yo Leute, ihr seht, Tinder kommt richtig gut an bei den Mädels. Richtig heiße Mädels sind auf Tinder unterwegs und ihr seht's, auf Tinder braucht man gar nicht so krass zu sein, sondern nett und freundlich und ein bisschen Smalltalk und sich Mühe geben. Das funktioniert wirklich. So, und jetzt machen wir weiter. So, have you used Tinder before? Yes, I did. What was your worst experience? Okay, I don't know. What was yours? I've only had good experiences. Okay, like what was the best opener a guy wrote to you on Tinder? When you said, like, I want to meet him, like, definitely. Well, I don't know. I think he just said, like, some drinks in London, some, like, posh, like, bar. So it was a good, it wasn't something cheesy and corny. So if it was that, then it would put me off. Okay, nice. So what's the first thing you look at in Tinder profiles so you swipe right or up? Well, I look for the, like, the informations and everything, like, people interesting and... So you actually read the description? Yes, of course, I do. And what do you like in the pictures? Like, what should the pictures be like? Something spontaneous, adventurous, maybe traveling. And like, for make me, it look spontaneous. Make you look like an interesting, fun person. Okay. And also for me, like, because I'm tall, like, I have to check to see the highlight. Yeah. Even if I think they're short, I'm like, nope, swipe the other way. Okay. So you should put your height into the description. Because I'm tall, yeah, definitely. Yeah, if it's not there, then I'm just like, I flick past. Okay, cool. So what's your best tip you would give to my viewers? Best tip would be just like
if you got someone like being really corny, like definitely no. Like if he gives like some weird chat up line to begin with, like it's probably like gonna be a bad date. Okay, nice. That's awesome. Do you have a tip as well? Yeah, just be like, be yourself and talk a lot and whatever. Just have fun. Have fun. How much do you write actually? How long does it take for you from the opener up until the date? I don't know. You have to see them soon. Yeah. Otherwise, if you keep talking for too long, it'll just get boring. So I think you've got to like meet up, like chat, and then like arrange a date straight away. Okay, definitely. Nice. Yeah, go for coffee, whatever. Yeah. That's it. Or like skydiving, whatever. Adventures. Why not? Yeah, nice. Adventures. So come on. Fun. Amazing. Cool. Can I have a kiss? Kiss my cheek. Kiss mine too. Okay. Nice. Have a nice day. Take care. See you. Bye. Hi, hast du schon mal getindert? Ja. Was war deine schlechteste Erfahrung, also deine schlimmste Erfahrung auf Tinder? Unzuverlässigkeit beim Treffen und deswegen habe ich es auch wieder gelöscht eigentlich. Was ist da passiert? Ja, dann Leute nicht erschienen oder nur einmal getroffen und kein Erfolg, sag ich mal. Okay. Worauf achtest du bei Tinder-Profilen bei Männern am meisten? Also was ist so das, was dich am einfachsten überzeugt? Einfach, dass es sympathisch rüberkommt. Worauf sollte ich jetzt zum Beispiel bei meinen Fotos achten, wenn ich, wenn ich meine Fotos mache? Was würde dich so überzeugen bei den Fotos? Vielleicht, dass jemand einfach ins Bild guckt, dass es offen wirkt. Ja. Und wie lange dauert es bei dir so vom Anschreiben, also von dem Opener bis zum Date? Und was müsste ein Mann dir schreiben, damit du ihn richtig sympathisch findest und direkt treffen willst? Was er schreiben müsste, kann ich schlecht sagen. Es muss halt einfach Sympathie da sein. Mehr schreiben als nur, wie geht's? Oder ja, dass man es einfach versteht, dass man so denkt, da ist Sympathie da oder ist interessant. Okay. Ja. Und wie lange dauert das dann so? Wie lange müsste man mit dir schreiben, bis man dich treffen kann? Ganz unterschiedlich, das kann ich so pauschal gar nicht Also wenn dir ein Mann richtig gut gefällt, dann könnte das sein am selben Abend noch? Und ja gut, wenn selber Abend ist vielleicht ein bisschen zu kurzfristig. Okay. Ja, innerhalb weniger Tage, sag ich mal. Also sollte man direkt schon aufs Date gehen, direkt fragen und dann, ob man mal was trinken gehen will zusammen oder so? Ja. Okay, und mal angenommen, bist du momentan Single? Im Moment ja. Mal angenommen, du lernst deinen Freund über Tinder kennen und du musst es deinen Freunden erklären, wäre dir das peinlich? Gar nicht eigentlich, weil das macht ja jeder. Okay. Ja. Und mal angenommen, ein Mann hätte eine Anleitung irgendwo gelesen, wie er sein Tinder-Profil optimieren kann, vielleicht sogar, um psychologische Trigger bei dir zu aktivieren, die dazu führen, dass du ihn unterbewusst sogar attraktiv findest. Würdest du ihn dafür verurteilen oder würdest du sagen, er hat sich Mühe gegeben und einfach informiert? Würde ich nicht verurteilen, nee. Also fändest du gut? Okay, sag ich mal, ja. Okay. Ja. Ja, nice. Hast du vielleicht einen Tipp für meine Zuschauer, die, was sie an ihrem Tinder-Profil oder was auch immer besser machen könnten oder was du richtig gut fändest? Ja, einfach nettes Foto hochladen und wichtig würde ich mal sagen, ehrlich sein. Nicht versuchen, jemand zu sein, der man nicht ist. Okay, perfekt. Super, dann danke ich dir. Wünsche dir einen schönen Abend. Ebenso. Alles klar? Kommt das ins Fernsehen? Nein, das kommt auf YouTube. Gib einfach ein Marco Polo, dann findest du das. Marco Polo? Genau, das bin ich. Ab wann? Okay. Die nächsten Tage jetzt. Interessant, ich schau mal. Genau, alles klar. Ja, danke. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao. Danke dir, ciao. So Leute, big thumbs up auch für Mosa, mein Kameramann. Folgt ihm jetzt auf Instagram, Mosa Ismail. Und gebt ihm einen Daumen nach oben auf seine Bilder für diese mega nice Kameraführung. Entschuldigung Mädels, kurze Frage, habt ihr schon mal getindert? Hast du nicht, eben schon. Ach, gesagt. Stimmt. Hey, komm mal her, nice. Hi, hast du schon mal getindert? Nein. Wie hast du deinen letzten Freund kennengelernt? Wie habe ich meinen letzten Freund? Bei Aktmalereikursen. Wer war das Aktmodel? Irgendein Model. Er? Ach, nein, oder hat er war, ihr habt beide gemalt? Ich hab gemalt und er war der Lehrer. Ah, okay, nice, cool. Worauf achtest du bei Dating-Apps bei den Bildern am meisten? Also was ist das Erste, was dir so in den Kopf springt? Ich glaube, also der Mensch muss mir sympathisch rüberkommen, das ist sehr individuell, aber das muss ein sympathischer Mensch sein. Oder was sollte man vielleicht nicht tun? Man soll nicht steif aussehen, man soll nicht verstecken, wie man wirklich aussieht. Man soll Selbstbewusstsein aussehen. Okay, der Rest ergibt sich. Und wie müsste dich ein Mann anschreiben, sodass du sagst, hey, den will ich unbedingt treffen, der ist mega sympathisch? Der soll lustig sein. Okay.
Witzig. Hast du einen lustigen Spruch auf Lager? Nein. Was mal jemand zu dir gesagt hat? Okay. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp für meine Zuschauer, was sie besser machen könnten auf Tinder? Auf Tinder? Mhm. Keine Ahnung. Okay. Ich habe neulich die App Candidate probiert. Okay. Und ich war schockiert, wie viele Männer explizite sexuelle Anfragen dort stellen. Mhm. Das funktioniert bei mir eher selten. Okay. Und dann gibt es auch Männer, die Fragen stellen nach dem Motto, oh, warum bin ich so einsam? Oder gibt es hier noch Frauen, die ernsthaft nach einer ernsthaften Beziehung sind? Ich finde, das ist ein sehr schwieriger Einstieg wenn man in, sich in eine Konversation. So negativ genau. darstellt. Also man sollte sich selber positiv darstellen. Also wenn man gut drauf ist und eigentlich offen ist, neuen Menschen zu begegnen, dann erweckt man wahrscheinlich eher Lust, dass sich jemand mit einem treffen will. Okay, nice. Und mal angenommen, du hättest deinen Freund über Tinder kennengelernt und musstest deinen Freunden erklären. Wäre dir das peinlich? Nein, überhaupt nicht. Warum? Ja, warum sollte es mir peinlich sein? Weiß ich nicht. Nee. Okay, und mal angenommen, dein Freund hätte sich vorher über irgendeinen Guide, über Videos informiert, wie er sein Profil optimieren sollte und damit vielleicht sogar psychologische Trigger bei dir aktiviert, mit denen du ihn unterbewusst attraktiv findest. Wie fändest du das? Würdest du ihn dafür verurteilen oder würdest du sagen, oh, er hat sich einfach informiert und einfach Mühe gegeben? Wenn ich mir die Profile auf den sozialen Medien angucke, sind die meisten kuratiert. Ja? Also, sind die was? Also die Menschen geben sich schon sehr viel Mühe, super rüberzukommen. Ja. Mal angenommen, der zweite Eindruck bestätigt den ersten, würde ich, ist es ein Mittel zum Zweck gewesen, also würde mich jetzt nicht stören. Was mich total enttäuschen würde, wenn ich jemand persönlich kennenlerne und merke, die Person passt überhaupt nicht zu dem geleckten Profil, den er sich angelegt hat. Also es darf nicht zu perfekt sein im Profil und es muss dann schon authentisch sein irgendwo. Genau, genau. Okay, perfekt, dann war's das schon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke, danke dir. Ciao. Super, ciao. Yo Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann gebt ihm jetzt einen Daumen nach oben und falls ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann kommentiert jetzt mit Swipe Up in die Kommentare und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert jetzt den Channel und geht auf flirtempire.com und holt euch Swipe Today, um zu wissen, wie ihr eure Tinder-Profile optimiert und all die Dinge, die die Frauen heute gesagt haben, für euch umsetzt und richtig viele Matches bekommt. Das wünsche ich euch, wir sehen uns auf flirtempire.com oder im nächsten Video. Bis dahin, Peace!